Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu Let's Play mit Damakash. Wir spielen wieder eine Runde TSW und haben hier die Quest Staub zu Staub, die wir letztes Mal angefangen haben. Die möchten wir heute fertig machen. Wir sollen jetzt hier noch 5 Vergessene und Wachmänner der Blue Ridge Mine töten. Und dann machen wir uns auch gleich mal dran und pullen uns hier am besten den hier hinten vielleicht mal am Rande, damit wir nicht so viele auf einmal haben. Und dann machen wir den doch gleich mal kaputt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir schon. Hier hat es jetzt ein bisschen Unwetter gegeben die letzten Tage, blöderweise. Meinetwegen hätte das Wetter ruhig schöner bleiben können. Aber naja, gut, was soll's. Dafür kann man nachts jetzt schlafen, weil es abgekühlt ist. Ist ja auch was wert. So, das wäre dann gleich mal Numero Uno. Und den hat's erledigt. Na, dann schauen wir mal den nächsten. Was die Drogs hier überhaupt rumstehen, ich verstehe das gar nicht. Was machen denn Drogs an Massengräbern? Was machen die da? Gehören die nicht ins Wasser? Ich weiß es auch nicht. Ja gut, nehmen wir uns den nächsten. Wir schleichen uns hier mal ein bisschen am Rand lang. Und hoffen, dass der Drog uns nicht sieht. Aber wir haben diesmal gut gepullt. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut hingekriegt. So, und dann der nächste Bergarbeiter da. Der da aus einem Massengrab anscheinend entstiegen ist. Oder weiß der Geier was, der hier macht. Man weiß es nicht so genau. Ich hoffe, wir bringen da noch ein bisschen Licht rein in diese Quest. Jetzt müssen wir erstmal noch einen. Der da vorne könnte eigentlich schon fast taugen, ne? Den pullen wir uns mal vorsichtig ran hier. Ja, komm. Put, 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 put. Ja, so ist gut. Und schnell wieder ein Stück zurück, bevor der Drog uns doch noch sieht. Muss ja nicht sein. So, das wäre dann schon gleich Nummer 3. Ich frage mich sowieso, was macht denn eigentlich... Also in dem Ort muss es ja schon, bevor der Nebel kam und irgendwie alles spooky geworden ist, muss es da doch vorher auch schon irgendwas gegeben haben. Das ist doch ein bisschen merkwürdig. Ich meine, sonst hätten die da doch nicht so ein riesen Massengrab rumfliegen. Und da alles Bauarbeiter da sind von irgendwelchen Minen, vermute ich doch mal, dass da irgendein Minenunglück vielleicht war. Aber warum packen die in ein Massengrab und beerdigen die nicht? Egal. Jetzt haben wir hier Nummer 4. Auch den werden wir mal beseitigen. Die sind schon ganz schön hässlich, ne? Aber immerhin haben die... Sicherheit geht vor. Ihren Helm noch auf. Das ist ja schon mal was wert. Immerhin. Besser wie nix. Jetzt fehlt uns hier noch einer. Ich glaube, da hinten, die stehen auch ganz gut. Ich glaube, da kann man auch gut einzeln sich einen wegpullen. Schauen wir mal. So. 1, 2, 3, ganz viele. Und das ist dann schon der letzte, den wir hier jetzt haben. Also richtig Damage machen wir ja Gott sei Dank auch nicht. Hätten wir uns vielleicht auch 2 pullen können, aber ja gut. Sicherheit geht vor. Auch wenn ich keinen Helm auf habe. So, und ein drittes Massengrab finden. Na, hier war echt was los in Kingsmas. Ich weiß ja nicht so genau. Na, dann joggen wir mal unserem roten Pfeil entgegen. Ist ja nicht weit. 70 Meter. Das sollte wohl machbar sein. Dann gucken wir uns mal das nächste Massengrab an, was da ist. Ja, ja, ja. Da ist es doch schon. Ich sehe doch da schon wieder einen Drog rumstehen. Da stehen wirklich am laufenden Band Drogs um die Massengräber. Das finde ich echt ein bisschen freaky, muss ich sagen. Als ob die da, weiß ich auch nicht, so eine Expedition leiten oder so ein Scheiß. Jetzt haben wir das Grab gefunden und wir müssen bestimmt die blöden Bergarbeiter kaputt machen. Und er hat noch nicht die Quest aktualisiert. Ich husch mal da ein Stück weiter vor. Ja, so ist besser. Jetzt lohnt sich das wenigstens auch, den kaputt zu machen. Und da brauchen wir eh 5 Stück von. Die haben auch noch ihre Helme auf. Gehen wir mal noch Jacken an. Hatten die anderen auch Jacken an? Nee, ich glaube, die haben keine Jacken an. Weiß ich gar nicht. Oh Gott, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ist ja fürchterlich mit mir hier. Ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. So, und der nächste bitte. Einen erstickten Bergarbeiter. Okay, erstickt. Das war ein Minenunglück auf jeden Fall. Also, erstickt ist erstickt. Da muss irgendein Minenunglück gewesen sein, garantiert. Sonst wäre hier kein Massengrab. Wir haben hier doch noch unser Zauberstaubzeug. Wir können noch die Zombies noch abstellen. Jetzt haben wir zwar noch 9, nur noch eins habe ich ja jetzt verbraten, aber ist ja egal. Von unserer wunderschönen Voodoo-Buch-Quest. So, noch 3. Ja, die stehen mir da ein bisschen dicht, ne? Ah, gucken wir mal auf der anderen Seite. Ich glaube, da steht einer so blöd einzeln in der Gegend rum. Gehen wir da doch mal hin. Ja, ich bin echt so... Ich bin so eine kleine Pussy in der Hauptsache einzeln pullen. Juhu! Und der nächste. Manchmal haben die eine Akku-Range, da sehen die einen schon von 10 Kilometer Entfernung anlaufen kommen.
Und manchmal stehen die da rum und bewegen sich keinen Deut, obwohl man direkt daneben steht. Das ist in dem Spiel sowieso so komisch. In anderen MMOs hat man das eigentlich, da weiß man, okay, die Mobs haben die und die Aggro-Range. Loot nicht vergessen. Und in dem Spiel ist das irgendwie echt merkwürdig. Also da haben die je nach Mob unterschiedliche Aggro-Ranges und von hinten können die dich auch nicht so gut sehen wie von vorne und ach, was weiß ich. So wirklich dran vorbeischleichen gelingt mir hier nicht. Komischerweise bei Lotro konnte ich das ganz gut. Da habe ich einen Kundi gespielt und war auch immer froh, wenn ich nicht jeden Mob, der mir auf dem Weg war, kaputt machen musste, weil es oftmals lange gedauert hat. Aber hier, ja, klappt das irgendwie nicht. Weiß ich auch nicht. Vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen zu doof an. So, jetzt fehlt noch einer. Dann nehmen wir uns den da hinten. Der steht da auch so einsam und verlassen und wartet eigentlich nur darauf, dass wir den in sein Massengrab zurückprügeln. Na, dann komm mal her hier. Oh, wir müssen aufpassen. Da kommt ein Wendigo ein bisschen hoch. Den brauche ich jetzt nicht auch noch zu einem Überfluss. Die Viecher kann ich eh nicht leiden. Also hier schleicht aber auch ein Zeug rum, ne? Ist ja kein Wunder, dass hier die ganzen Bewohner von Kingsmith kaputt sind. So. Das war der letzte und das nächste Massengrab finden. Na, das ist jetzt ein Stück weiter weg. 500 Meter. Na, dann laufen wir mal ein Stück durch den Wald und machen einen Spaziergang hier. Durch unseren Herbstwald. Ich finde die Schatten in dem Spiel, die fallen immer so genial, ne? Also das kann man echt jedes Mal wieder... Ich begeistert das total. Und dann das Licht so diesig durch den Nebel fällt und die Schatten da... Ja, 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 das sieht schon echt nett aus. Finde ich schon wirklich sehr schön, muss ich sagen. Na gut, jetzt aber. Wo müssen wir denn überhaupt hin hier? Wir gehen mal hier lang. Am Rad von Venedig vorbei, Richtung Polizeirevier. Guten Tag, Herr Wärter, Rad von Venedig. Schön, Sie zu sehen. Wir gehen trotzdem weiter und gucken mal, dass wir hier vorbei uns schleichen am Polizeirevier, die Straße hoch. Ach, da fällt mir ein, siehst du, Andy hat ja auch noch, da haben wir noch eine angefangene Quest, die könnte jetzt mittlerweile fast machbar sein. Ich muss da mal dran denken, wenn ich das nächste Mal im Polizeirevier bin, dass wir die mitmachen müssen noch. Die haben wir ja abgebrochen mit den ollen bekloppten Meerhexen da, die waren ja irgendwie nicht so ganz... Unser Fall, als wir da angefangen haben. Wir mussten uns ja gleich auf die sehr schweren Aufgaben stützen. Natürlich. Leicht kann ja schließlich jeder. So. Also war das manchmal so ein bisschen, da hat man so eine Mikroruckler und das leckt ein bisschen und ich verstehe überhaupt nicht warum. Andere Male hat man das gar nicht. I don't know, I don't know. Ja, ich habe schon wieder gepullt, aber die laufe ich mal ab. Wir müssen Richtung Normas Haus. Es ist Normas Haus, ist ein Massengrab. Oh nein. Ja, guten Morgen, Norma. Du stehst ja da immer noch an deinem Feuer rum. Ich hoffe, dir geht's gut. Zombies hängen noch über dem Zaun. Alles gut. Ach, das sind hier die blöden Kultisten. Okay, ja gut. Die waren ja nicht so schwer. Ja, und da stehen auch wieder Drogs. Das fällt mir jetzt auf, tatsächlich. Okay, ist ja merkwürdig. Na gut, jetzt sollen wir Kultisten töten. Nicht, dass wir davon nicht in einer anderen Quest schon genug umgebracht hätten. Machen wir trotzdem. Wir sind ja gar nicht so. Aber da können wir uns eigentlich mehr von pullen. Na, jetzt machen wir erstmal den einen hier kaputt. Dann nehmen wir den anderen da gleich mit. Also ja, ist besser vielleicht. Zwei gehen ja auf jeden Fall von denen. Also ich denke, mittlerweile könnten fast drei gehen sogar. Ich mag meinen Elite-Skill, ne? Wenn man die dann so durch sich durchpullt. Das ist im PvP bestimmt so richtig assi. Ich glaube, ich habe den Skill im PvP noch nie benutzt hier. Obwohl ich schon so ein Impair-Bild auch habe. Aber den Skill habe ich da nicht mitgenommen bisher. So, und der nächste. Und ich glaube fast, wir können uns auch einen dritten noch dazu holen. Das machen wir doch einfach mal. Und dann schauen wir mal. Wenn wir sterben, werden wir es ja sehen. Dann fallen wir halt um. Wir stunnen jetzt erstmal mit unserem coolen Zombie-Pulver. Und der Elite-Skill ist auch schon wieder frei. Na dann, was soll noch schief gehen? Sehr schön. So, jetzt noch hier die beiden. Und dann haben wir nämlich das... Vierte Massengrab ist es jetzt, glaube ich, ne? Also es ist auf alle Fälle vier. Ja, es war das vierte. Entschuldigung, jetzt noch looten. So, und jetzt das fünfte. Da das auch Stufe 5 ist, vermute ich mal, dass das das letzte Massengrab ist, was wir hier suchen müssen. Und da schleichen wir uns mal ein bisschen dran vorbei, dass wir hier nicht wieder alles mitnehmen, was auf dem Weg rumkreucht und fleucht. Und gehen wieder oben lang. So wie wir das letztes Mal auch gemacht haben, als wir hier die Feuer untersucht haben und so. Okay. Alles klar. Da wuseln sie rum. Schön hier oben lang. Dummdi-dumm. Mich sieht keiner.
okay, den schwarzen Grabstein, den haben wir schon gemacht. Das war der Dixie Bull, die Quest haben wir schon erledigt, die können wir also liegen lassen. Und da unten sieht doch nach Massengrab aus, ja. Da stehen übrigens diesmal keine Drogs, die das Ganze bewachen. Ich finde das echt merkwürdig. Okay, hier am Wasser sind keine. Weiß ich auch nicht, vielleicht sind die auch schwimmen gegangen. Man weiß es nicht. So, 3 wiederbelebte Krieger und 6 Kultisten. Alles klar, das kriegen wir hin. Da haben wir Numero Uno. Dann machen wir den nochmal gleich kaputt. Na, der ist auch schon noch ein bisschen hartnäckiger, ne? Muss man ja mal sagen. Also das ist schon, ja, da muss man ein paar Mal öfter draufhauen. Macht nichts. Egal. So, der nächste Betrug. Der nächste Betrug. Ja, bei meinem Glück pulle ich jetzt alles, was da drin ist. Boah, da, komm zurück. Tulu, tulu. Titili. Jawohl. Haben wir Glück gehabt. Ja gut, aber wenn wir da den mit den blauen leuchtenden Händen gleich pullen, dann pullen wir auf alle Fälle die Stadtbewohner mit. Ich hab das im Urin. Ich merk das jetzt schon. Also, wetten wir? Ja, ich bin nur einen Schritt vorgegangen. Ach, hab mich doch gerne, ey. Mano! Ja, Gott sei Dank, die gehen im AOE mit unter, ne? Dann geht's noch einigermaßen. Dann hauen wir mal den Todeskultisten hier noch um, damit wir den Scheiß fertig haben. Raus da! Ach Gott, ich bin heute Morgen aber auch echt wieder zu langsam für diese Welt. Looten immerhin. Können ja was Brauchbares drin sein. Man weiß es nicht. Ja, dann suchen wir uns mal den nächsten. Ach, da ist schon wieder... Guck mal, der hat schon wieder... Das gibt's doch echt nicht. Na gut, okay. Also die respawnen hier ganz schön schnell. Das ist ja echt nicht schön. Und was macht denn da so ein blöder Verstorbener? Naja gut, ist ein Massengrab, ne? Aber sonst sind die ja eigentlich immer nur im Friedhof. Die treuen Verstorbenen. Naja gut, egal. Mit umgefallen ist mit umgefallen. 4 Kultisten und einen wiederbelebten Krieger noch. Okay, da haben wir einen wiederbelebten Krieger. Den nehmen wir uns jetzt hier mal. Und komm ran hier. Los. Put, put, put. Komm her zu mir. Lass dich von mir verprügeln. So, sehr schön. Okay, dann fehlen uns gleich nur noch 4 Kultisten. Und dann haben wir das auch fertig. Gott sei Dank. Ich finde auch die Quest tatsächlich sehr langwierig. Fand ich schon immer irgendwie. So, wo haben wir denn Kultisten? Das sieht doch irgendwie merkwürdig aus. Hier da vorne vielleicht. Nee, das ist ein Krieger. Die brauchen wir nicht mehr. Da. Okay. Dann haben wir gleich 2. 2 zum Preis von einem. Raus da, raus da. Oh Gott, ich bin heute wirklich, also echt, ich bin zu langsam. Scheiße. So. Dann fehlen gleich nur noch 2. Dann haben wir das auch. Na, jetzt falsche um. Also ein Streiftreffer. Ja, genau, ey. Ich drehe mich im Kreis wie so ein Brummkreisel und treffe nur die Hälfte. Ich muss unbedingt an meinem Skill arbeiten. Naja, das sind auch nochmal Kultisten, aber da pullen wir den anderen bestimmt mit. Mal gucken, ob wir hier von der Seite so ein bisschen rankommen. So, ja, sieht ganz gut aus. Und dann ziehen wir uns die hoch. Diesmal bin ich rausgekommen. Haha. So. Na, dann kommt mal her hier. Na, komm du auch her. Fernkämpfer sind so ätzend. Also als Melee ist es echt nervig, wenn du dann so Fernkämpfer hast. Naja, jetzt stehen wir ja zusammen. Dann geht's. Okay, das hätten wir. Dann schauen wir doch mal. Dann senden wir mal unseren Bericht und gucken mal, was Kirsten uns zu sagen hat. Wollen wir doch mal sehen. Was steht denn hier Gutes? Na, jetzt verteilen wir erstmal Punkte. Ja, ein paar kann ich jetzt noch in die Klinge reinstecken, sehe ich gerade. Okay. Okay. Ja, da ist noch ein bisschen Platz auf jeden Fall. Mit dem Chaos innen bin ich ja fertig. Und dann werde ich mal die anderen Waffen ausprobieren. Wenn ihr übrigens einen Waffenwunsch habt, ne, dann sagt Bescheid. Also wenn ich da mit Klinge fertig bin mit Skillen, dann packe ich die Punkte auch gerne in irgendeine Wunschwaffe von euch, die ihr gerne sehen möchtet. Also schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr sagt, Mensch, ich hätte gerne die Waffe mal gesehen oder das würde ich gerne sehen, das interessiert mich, das interessiert mich. Dann skill ich da als nächstes rein und jetzt schicken wir erstmal. Kirsten schreibt,
Ich wusste, dass sie irgendwann zur Vergangenheit von Kingsmith vorstoßen würden. Ich hatte nur nicht erwartet, dass die Drogs mit ihnen zusammengraben. Vergessen Sie dabei nicht, dass Kingsmith nicht vor Gericht steht. Wenn man okkulte Wurzeln mit kleinstädtischer Engstirnigkeit vermischt, werden Hexenjagden irgendwann unvermeidbar. Die Nachbarn zu verbrennen ist lediglich eine regionale Sportart. Die Geschichte der heimgesuchten Bergarbeiter und diverser Splitterkulte ist ebenso traurig und ebenso verdunkelt von dem okkulten Geist, der in der Luft hängt. Dennoch konzentrieren wir uns weiterhin auf die Drogs. Sie werden zunehmend geschickter darin, die Vergangenheit auszugraben und auf uns zu hetzen. Wir haben viele Knochen in Kingsmith vergraben. Sorgen Sie dafür, dass sie in der Erde bleiben. Okay, also die Drogs sind ja anscheinend tatsächlich auch nicht ganz so dumm und ziemlich intelligent, denn die sorgen dafür, dass da Knochen ausgegraben werden. Ich hatte sowas schon befürchtet. Also ich habe mir das auch echt gedacht. Jetzt gucken wir mal, was gibt's denn als Belohnung? Ah, das ist schön. Unser Gürtel ist nämlich noch QS1 und das Ding ist jetzt QS2. Mal schauen, was nehmen wir denn da am besten? Also entweder gehen wir auf ein bisschen mehr Angriffswert, dass wir da ein bisschen mehr Damage machen, oder wir gucken, ob wir ein bisschen mehr HP kriegen. Ich würde eigentlich lieber HP nehmen, weil ja, und so, ne? Was nützt uns das, wenn wir viel Damage machen und dann irgendwie am laufenden Band umfallen? Also nehme ich den jetzt. Den rüsten wir auch gleich mal aus. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt möchte ich mich gerne wieder zurück in die Kirche bewegen. Da warten nämlich noch zwei weitere Quests auf uns. Lasst euch nicht von unserem Questmarker hier jetzt irritieren. Der kommt von unserer Hauptstoryline, von der Dämmerung einer endlosen Nacht. Die lasse ich jetzt aber noch aus. Die mache ich dann entweder, wenn ich hier mit Questen soweit durch bin in Kingsmouth, da mache ich das, was noch übrig ist. Oder wenn ich halt direkt dran vorbeigehe, dann mache ich da schon weiter. Aber ich werde jetzt nicht gezielt die Quest machen. Da möchte ich einfach noch auch ein bisschen besseres Equip dann nachher haben. Und ich möchte die Storyline schon dann irgendwie auch weitestgehend in einem Rutsch durchspielen, weil die wirklich recht cool ist. Also joggen wir hier mal weiter. In der Zeit gucke ich mal, ob ich meine Punkte hier verteilen kann, während ich hier laufe, und gebe die mal aus. Mal gucken. Hier können wir auch noch, da haben wir noch gar nichts reingesteckt. Hier, das mit Rauschangriffen ist sowieso gut. Auf Rauschangriffe möchte ich zukünftig eh gehen. Für die Selbstheilung, dann stecken wir da Punkte rein. Was haben wir da noch? Kampfdisziplin. Ach so, da kriege ich... Ah, okay, gut. Da wird die Streiftrefferchance, also dass ich Streiftreffer reinbekomme, größer. Kann auch nicht schaden, nehmen wir auch mit. Und dann sind die Punkte schon wieder leer. Das geht irgendwie so schnell. Aber gut, der innere Kreis fast fertig. Jetzt habe ich noch zwei so eine blöde Fertigkeitenpunkte. Die müsste ich eigentlich in die Talismane stecken. Aber ich glaube, da warte ich erstmal, was ich für Questbelohnungen kriege. Und passe das dann an und mache das dann. Jetzt sind wir ja schon fast in der Kirche. Guck mal, und jetzt kommt hier nämlich aus dem blöden Gullideckeln kommt überhaupt gar kein Qualm raus. Und ich weiß, in dem einen Teil, den ich aufgezeichnet habe, da hat's daraus gedampft, als ob es keinen Morgen gibt. Und ich weiß nicht, warum. Also manchmal ist das, dass das irgendwelche Events sind oder so. Aber ich lese da echt aktiv mit im TSW-Forum, also im offiziellen. Und die Patchnotes und überhaupt alles. Also ich gucke mir das schon an und ich habe nichts gelesen. Und ich weiß nicht, woher dieser Dampf kam. Ich finde es echt merkwürdig. Sehr freaky. Irgendwas will uns Funcom bestimmt damit sagen. Was auch immer. Ich weiß es nicht genau. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, jetzt sind wir wieder bei Henry Hawthorne. Der hat jetzt noch hier zwei Quests für uns. Der nächste Teil wird erstmal ein kleines Crafting-Special. Das wird nicht sehr lang dauern. Und dann werden wir danach dann erst den Kingsmouth-Code machen. Übrigens eine sau coole Quest. Diese Investigations-Quest steht hier noch als schwer dran, aber die Investigationsaufgaben sind von den Gegnern immer nicht so dramatisch. Also es ist aber eine sehr coole Quest. Na gut, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Da mache ich das Crafting-Special. Und macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.